Bäh. Ah. Wow. Ein Koala! Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DougieLP. Ja, und ich frag mich manchmal, wie viel Prozent meiner Zuschauer diese Anmoderation jedes Mal mitreden. Schreibt das mal in die Kommentare, Leute. Ich glaube, mindestens 50%, wenn nicht sogar 60. Ja, es soll jetzt aber auch nicht Thema dieser Folge sein, denn, ja, vielleicht weiß der geneigte Zuschauer, wo ich mich hier gerade befinde. Denn dafür muss man die letzte Folge geschaut haben. Ja, Leute, wir befinden uns hier immer noch im Lehrerzimmer von Hogwarts, also im zukünftigen Lehrerzimmer von Hogwarts. Und wir haben immer noch so ein paar kleinere Aufgaben, die es zu erledigen gilt, die wir letzte Folge leider nicht mehr zeitlich geschafft haben. Und genau deswegen würde ich das jetzt gerade gerne mal am Anfang der Folge mit euch anfangen. Genau, allerdings ist das hier nicht die Hauptaufgabe, wir werden gleich den Ort einmal wechseln zu einem anderen, ebenfalls sehr, sehr interessanten Ort und werden dort dann weiterbauen. Das hier sollte maximal 5 Minuten in Anspruch nehmen, höchstens vielleicht sogar weniger, wahrscheinlich eher weniger. Aber die erste Amtshandlung, die ich heute machen werde, ist die, dass ich mir erstmal ein paar Half-Slabs, und zwar aus Netherziegeln, crafte. Genau, und ich glaube, jetzt sollte mittlerweile auch jeder wissen, was ich vorhabe. Deswegen übrigens auch hier diese Glasscheiben, die habe ich mir extra schon mal bereitgelegt. Weil natürlich, wir werden jetzt mal eben kurz diese Dachgauben, die wir letzte Folge schon angefangen haben, fertig und ja, korrekt zu Ende bauen. Weil, naja, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Ich mag es ehrlich gesagt nie, solche unfertigen Aufgaben irgendwie die ganze Zeit über Wochen bestehen zu lassen. Vor allem, wenn sie dann so Kleinigkeiten sind. Und kann ich da mal bitte durchkommen? Ich habe letzte Folge auch meinen Schädel hier durchbekommen. Spiel, kannst du mich bitte da durchlassen? Das Loch ist grob. Och Mann, ey, dieses Spiel. Ich bin letzte Folge noch mit meinem Dickschädel da durchgekommen. Warum soll das denn jetzt nicht mehr klappen? Oder bin ich einfach zu ich war nur grobmotorisch. Alles klar, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. So, da oben haben wir nämlich die Dachgiebel, die ich letzte Folge gebaut habe. Und, ja, da müssen wir nämlich noch Folgendes machen. Wir müssen einmal da eine, ja, wobei, sollen wir das? Ich bin gerade am Überlegen, also, kann man machen, muss man nicht. Ich setze jetzt erstmal die Dinger da drauf, weil die müssen auf jeden Fall gesetzt werden. Das ist auf jeden Fall safe. Aber ob ich da in die Mitte noch so eine Treppe reinsetze, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so ganz genau. Ja, so sieht das schon mal ganz schön aus, aber mir gefällt die Treppe irgendwie nicht so ganz. Oder? Was meint ihr, Leute? Also ich finde die ein bisschen fehl am Platz. Ich setze die nochmal raus. Lol, bin ich nur im Game-Mode? Anscheinend, Daniel, du kleiner Eselkopf. Oh Mann, ey. Ja, ja, ich war im Game-Mode. Sorry, Leute. Kommt nicht mehr vor. Gut, dass das Gesetz noch nicht gültig ist, weil sonst hätte ich mir jetzt schon die allererste Bestrafung eingefangen. Ach, du Heilige, das kann ja noch echt angenehm werden. Oje, oje. Okay, gut. Also, gefällt mir das so besser? Oder vielleicht doch irgendwie, dass man... Nee, hier kann ich ja nichts mehr reinballern, weil da, meine ich, wird ja... Ne, das ist ja die Fensteröffnung. Ich bin gerade echt am Überlegen. Oder wollen wir... Ja, so wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Das wäre ein bisschen zumindest. Nicht so viel wie da, aber auch nicht so viel wie wenn wir vorne direkt die Treppe... Oder? Nee, warte mal, es macht ja eigentlich gar keinen großen Unterschied, oder? Ich bin so verwirrt, Leute. Ich bin so maximal verwirrt. Wenn wir hier eine Treppe reinsetzen, dann ist das optisch ja eigentlich fast dasselbe, nur dass hier eben dieser Block ein bisschen näher sitzt als hier. Ich dachte, das wäre eine leichte Aufgabe. Die 5-Minuten-Marke, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, ist schon fast vorbei. Ja gut, während ich hier noch ein bisschen am Ausprobieren bin, lese ich euch mal den heutigen Kommentar vor, der das Thema vorgibt. Und ja, wir brauchen nicht mehr so lange hier, Leute, versprochen. Der heutige Kommentar kommt nämlich von der lieben Isa Shepard und sie hat geschrieben, geht's nur mir so oder wirkt es auf der einen Seite ziemlich stumpf, dass gefühlt jeder Lord Voldemort als Irrwicht hat, auf der anderen Seite unterstreicht es aber wiederum, wie viel Macht Lord Voldemort über die Zaubererwelt hat, dass er jegliche persönliche Angst, die Figuren haben, übertrumpft. Gibt bestimmt ein gutes Thema für LBH ab. Ja, finde ich allerdings auch, deswegen habe ich mir diesen Kommentar mal rausgesucht und ja, vielen Dank Isa für diesen Kommentar. Und da werden wir jetzt im Laufe dieser Folge mal ein bisschen drüber fachsimpeln, ein bisschen drüber reden und ich bin sehr gespannt, auf welches ja, Ergebnis wir da so gemeinsam kommen werden. Aber nochmal gerade kurz, bevor wir jetzt weitermachen, ich überlege gerade, ob mir das gefällt. Gefällt's mir? Gefällt's mir? I'm not very sure, because I'm not very sure halt. Ach Mann, ey. Ach komm, wir lassen das erstmal, Leute. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wenn euch irgendwas hier dran nicht gefällt, also was mir nicht so gut gefällt, ist hier dieser dicke, fette, obere Rahmen.
Den würde ich schon gerne ein bisschen schmaler lassen. Aber ganz im Ernst, mir fällt leider auch überhaupt keine Idee ein, wie wir das am besten umsetzen können. Weil, naja, ihr habt es ja gerade gesehen, Leute. Naja, wir belassen es erstmal dabei und können das ja später nochmal ein bisschen verfeinern, ergänzen, wie auch immer. Aber dafür sind die Dachgauben hier schon mal soweit fertig und ja, es kann nicht mehr reinregnen. Das war der eigentliche Hintergrund dabei. So, aber die eigentliche Aufgabe für die Folge war mit der Eulerei verbunden. Das wollte ich eigentlich mit euch machen. Und ja, bezogen natürlich auf die oberste Etage, die noch immer nicht fertig ist und die wir jetzt fertig machen werden. Oder zumindest versuchen wir das. Und Welt, kannst du dich mal aufbauen? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wo ich gerade bin. Ah, die Holzbrücke. Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Sache. Ja, dann gehen wir mal auf das heutige Thema ein bisschen ein. Und ja, ich bin gespannt, was wir da jetzt so alles gemeinsam rausphilosophieren und analysieren und ja, interpretieren werden. Und das sieht auch sehr schnieke aus. Ja, und ja, ich würde sagen, oder wollen wir uns erstmal das hier an... Ich glaube, wir gucken uns das hier erstmal nochmal an, weil, naja, das ist der aktuelle Stand. Wir haben hier schon so ein paar Eulen reingesetzt mit der NPC-Mod natürlich. Wir haben hier Deko schon reingeräumt, allerdings noch nicht komplett, sondern der obere Bereich, der ist noch komplett kahl. Mit dem einfachen Grund, ja, weil wir halt diese Ebene noch nicht fertig gebaut haben, also von seiner Aufteilung her. Und deswegen würde ich das gerne mal in dieser Folge zumindest ein bisschen versuchen. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, alleine, beziehungsweise ihr seht das ja auch. Und ja, von daher wird es erstmal eine ganz normale Probierfolge. Aber ich denke, das könnte auch ja ganz gut sein, weil, wie gesagt, ihr sagt auch immer wieder, Daniel, mach mal mehr so random, bau einfach mal drauf los, probier mal ein bisschen mehr. Und genau deswegen mache ich das jetzt auch mal an der Stelle. Die erste Sache, die ich machen möchte, ist hier so einen Boden reinzubauen, damit man auch als Person hier zu dieser, ja, zu dieser Eulenöffnung kommt, dass man hier zumindest einmal so rausgucken kann, was ja auch sehr cool ist. Und ja, dann müsste diese Ebene in diese Richtung ja entweder weiter nach oben gehen. Ja, eigentlich schon, ne? Muss weiter nach oben gehen. Weil eine Alternative bleibt uns nicht wirklich. Wenn wir jetzt hier die Wand weiter bis hierhin bauen, dann wird es hier sehr, sehr eng und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Okay, gut, ich probiere einfach mal und wenn ich irgendwas hier wichtig finde zu erwähnen, dann werde ich das erwähnen, Leute. Aber jetzt erstmal zu dem eigentlichen Thema. Oder, oh Mann, ich überlege gerade, sollen wir hier nochmal... Warte, so, den bauen wir nochmal eben weg, so. Ist das schöner? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht, Daniel. Eigentlich ist das ziemlich hässlich. Warte mal. So, ja, so ist schon besser, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt noch eine Treppe nach... Obwohl, ich weiß nicht so ganz genau, Leute. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier großartig noch nach oben gehen sollen. Ich würde das Dach lieber ein bisschen unbehandelt lassen und zur Not höchstens so ein paar, ja, Holzbalken, wie, also ähnlich wie im Gryffindor Gemeinschaftsraum setzen, damit die Eulen darauf landen können, weil, naja, viel weiter nach oben als Person muss man ja eigentlich nicht, oder? Überlegen. Nee, ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal. Und dann müssten wir uns ja überlegen, wie wir jetzt hier weiter diesen Turm in Anspruch nehmen. Entweder wir machen das mit so einer kleinen Wendeltreppe, oder wir machen das mit einer Leiter. Es ist halt ein sehr kleiner Raum hier, deswegen platztechnisch ist das natürlich alles gar nicht so einfach umzusetzen. Aber ich würde, glaube ich, erstmal versuchen, das Ganze mit so einer kleinen Wendeltreppe umzusetzen, die dann hier so nach oben führt. Also, ja, genau. Zumindest ist das so der grobe Plan dahinter. Aber ob das jetzt alles so weit funktionieren wird, das wage ich noch arg zu bezweifeln. So, ich setze mal den Mittelpfosten kurz hier hin. Wir fangen gleich sofort mit dem Thema an, Leute. Aber ihr wisst, dass die Bauaufgaben haben immer Fokus. So, und zwar würde ich das so machen, dass es jetzt so hier hoch geht. Dann kommt hier eine Plattform hin. Dann brauchen wir neue Treppenstufen, weil wir keine mehr haben. Sehr gut, Daniel. Dann hast du mal wieder echt, ja, wow, eine. Ja, ist schon mal etwas. Und ja, gut, hier sind noch ein paar. Sehr gut. So, ich sollte vielleicht mal ein bisschen umschichten, weil ich bin wieder zugemüllt ohne Ende. Aber naja, man ist ja gewohnt bei mir. So, dann geht's hier drauf, dann geht's hier wieder nach oben. Dann geht es hier wieder zu einer Ebene. Dann geht die Säule hier weiter nach oben, logischerweise. Dann geht das so, dann gibt's wieder eine Ebene. Dann geht's wieder so und wieder eine Ebene. Und dann wieder so. Also so eine Wendeltreppe quasi, also eine sehr, 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 sehr kleine. Mit dem Hintergrund, wie gesagt, dass dieser Turm hier echt schmal ist und die Eulen brauchen ja auch noch Platz und ja, nur, dass die Zauberer halt auch bis nach oben kommen. Ich frage mich nur, ob wir die vielleicht ein bisschen versetzen sollen, dass die, ich glaube, die Säule sollte besser da sein, oder? Ja, komm, machen wir die Säule dahin, ist besser. Und ja, während ich das mache, gehen wir jetzt mal auf das Thema ein. Also, die Isa hat vollkommen recht, ich habe das auch schon sehr, sehr oft gemerkt, weil ich ja immer mal wieder in Faktenvideos das auch nenne und ich glaube, dadurch kam dieser Themenvorschlag auch zustande. Weil, wenn ich dann in einem Faktenvideo den Irrwicht von diesem Charakter erwähne,
dann ist dieser Irrwicht zu 99,9% eigentlich immer Lord Voldemort. Und ich denke, oder beziehungsweise bei mir war es auch schon so, dass ich mich schon mehrfach gefragt habe, warum ist das eigentlich so? Ja klar, also man kann als Antwort jetzt natürlich sagen, ja, weil Voldemort halt einfach sehr furchteinflößend ist und ein mörderischer Zauberer und so weiter und so fort. Ja, mag sein, aber ich meine, bei uns in der Muggelwelt gibt es auch viele brutale Mörder und sehr, ne, berüchtigte Mörder auch, die sehr bekannt sind und die hat trotzdem nicht jeder als größte Angst oder so. Und ja, da habe ich mir jetzt mal auch explizit vor der Folge ein bisschen so Gedanken drüber gemacht. Und ich muss auf jeden Fall zu einer Sache direkt mal Stellung beziehen. Und zwar, Voldemort ist ja mehr so eine Art düstere Legende und etwas, was ja über die ganze Zeit sich sehr, sehr stark aufgebaut hat. Das Ding ist halt, dass viele, viele Leute, die jetzt Voldemort als Irrwicht haben, Voldemort schon sehr, sehr lange kennen. Und zwar nicht nur irgendwie wegen der akuten Situation, sondern weil Voldemort ja schon mal eine Schreckensherrschaft hatte. Voldemort war ja schon mal dabei, die Zaubererwelt zu unterjochen, wurde dann allerdings aufgehalten von Baby Harry und hat dann in seinem ersten Versuch quasi das Ganze nicht geschafft, weshalb es dann den zweiten Zaubererkrieg gab. Aber, naja, was wir auf jeden Fall festhalten müssen, Zeitumkehrer Heu, ja das auch. So, wunderbar, wieder ein bisschen mehr Licht. Was wir da auf jeden Fall festhalten müssen, einige Zauberer in der Wizarding World, worüber ich auch schon Faktenvideos gemacht habe, gerade die, die in Harrys Jahrgang sind, sind mit Voldemort mehr oder weniger aufgewachsen. Also die Eltern kannten Voldemort noch von der ersten Schreckensherrschaft. Und das Problem ist, und was ich mir da gut vorstellen kann, viele Ängste von Menschen sind ja darauf bezogen, was sie in ihrer Kindheit beigebracht bekommen haben. Und ja, was sie so generell erlernt haben, welche Einflüsse sich auf sie ausgewirkt haben. Und ja, es könnte natürlich sein, dass dadurch, dass die Eltern das Ganze erlebt haben und aus eigener, aus ihrer eigenen Vergangenheit quasi erzählen können, dass dadurch schon Ängste bei den Kindern geschürt wurden, die nicht unbedingt mit Tatsachen einher... Also klar, ich will jetzt nicht sagen, dass die Eltern gelogen haben oder so, aber die Kinder haben es ja nicht selber miterlebt. Sie haben quasi nur die Geschichten ihrer Eltern gehört, die Voldemort natürlich auch mega schlimm darstellen, logischerweise und auch berechtigterweise. Und die Kinder mussten quasi mit ihrer Vorstellungskraft sich etwas darunter vorstellen. Also sie mussten sich diese Geschichten anhören und mussten sich diesen Charakter Voldemort vor dem geistigen Auge vorstellen. Und das sorgt natürlich zwangsläufig dafür, dass sie sich etwas, ja, absolut Albtraumhaftes vorstellen, weil die Geschichten ihrer Eltern werden da wahrscheinlich, ja nicht nur wahrscheinlich, sondern absolut sicher, werden absolut monströs und krass gewesen sein, im negativen Sinne. Und wenn man so früh in seiner Kindheit schon solche Stories erfährt und wenn man da schon, ja, in diese Richtung quasi Informationen bekommt, dann sorgt die kindliche Naivität und auch die kindliche Vorstellungskraft natürlich dafür, dass man sich da sehr hineinsteigert und ein sehr, sehr, sehr brutales und sehr düsteres Bild dessen zeichnet. Und ja, ich könnte mir das tatsächlich als einen Grund dafür vorstellen, warum Voldemort bei so vielen als Irrwicht gesehen wird, weil viele eben mit dieser Furcht aufgewachsen sind und weil, ja, diese Kindheitsfurcht sich quasi dann über all die Zeit immer manifestiert hat. Und ja, genau, das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Bei den älteren Charakteren, da zählt dieses Argument natürlich nicht so sehr, aber da könnte man zum Beispiel sagen, ja, sie haben es ja selber miterlebt, sie haben ja die erste Schreckensherrschaft mehr oder weniger erlebt und bei Voldemort muss man ja auch sagen, er war ja wirklich, er war sehr mystisch, sage ich mal. Er hat sich ja nicht immer so oft gezeigt und wenn er sich gezeigt hat, dann eher in Form seiner Todesser und Voldemort, ja, es haben sich sehr viele Geschichten um seine Person gerankt, aber viele haben halt eben auch nur diese Geschichten gehört. Und das ist manchmal sogar schlimmer, als diesem eigentlichen Monster gegenüberzustehen. Weil, naja, wenn du nur Geschichten hörst, hast du deine eigene Fantasie, die dazu führen kann, dass du dir die ganzen Sachen noch düsterer ausmalst, als sie ohnehin schon sind. Und ja, jetzt aber nochmal gerade eben zur Bauaufgabe. Ich bin mir nämlich selber noch nicht so ganz sicher, ob mir das jetzt hier so gefällt, wie ich das gemacht habe. Ich bin nämlich zum Beispiel am Überlegen, ob wir das Ganze nicht eigentlich hier direkt an die Wand hätten setzen sollen. Weil, naja, wir haben jetzt hier noch so einen Zwischenraum. Und ja, ich könnte ihn jetzt entweder zukleistern oder wir nutzen den nochmal sinnvoll. Jetzt bin ich jetzt gerade auch ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Wollen wir den doch noch da dran setzen? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir jetzt nochmal... Ach man, es lohnt sich ja. Aber gefällt das so? Ist das schön? Warte mal, ich teste noch eine Sache, bevor wir das korrigieren.
Weil, naja, wenn ich das korrigiere, dann müsste das ja auf jeden Fall safe so bleiben. Übrigens, wir werden die Steinziegel nochmal umschüsseln später. Also nicht erschrecken, wir machen das auf jeden Fall, Leute. Ich weiß, ich arbeite sehr viel mit Steinziegeln, aber ich lese eure Kommentare und ich weiß, dass ihr gerne auch mal wieder andere Steine sehen wollen würdet. Und wir werden das auf jeden Fall auch bald machen. Das Gute ist, man kann sie ja ganz problemlos umschüsseln und von daher sollte das eigentlich auch kein Thema sein. So, genau, dann wäre man jetzt nämlich hier so, kommt man hier so hin und wäre dann hier auf dieser Ebene. Und dann könnten wir weitere Ebenen weiter oben bauen. Und diese Ebenen würden dann, ja, nur diesen Turm beanspruchen, oder? Juhu, Leute! Oder die Ebenen werden auch nur, ja, bis da gezogen, damit man wirklich nur auf diese Öffnungen zugreifen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein, keine Ahnung, Schüler eine Eule hat und die Eule sitzt dann irgendwo da, dann müsste ja irgendwie, muss man ja drankommen und dafür ist dann diese Treppe hier gedacht. Ja, fände ich gar nicht mal so verkehrt, Leute. Ich werde jetzt mal ganz schnell diese Treppe ein bisschen versetzen, noch um einen Stein. Das hätten wir natürlich vorher auch abmessen können, aber das ist halt der Haken an diesem freien Bauen. Man muss manchmal halt Dinge korrigieren. Aber das schaffen wir auf jeden Fall noch in der Folge zeitlich. So, das heißt, wir müssten diese Säule genau da hinsetzen. Als Markierung mache ich das schon mal, dann bauen wir mal alles daneben ab. Solange wir die Mittelsäule haben, können wir das nicht verfehlen. So, wäre vielleicht auch ganz schlau gewesen, wenn ich oben angefangen hätte, dann hätte man von unten, von oben nach unten bauen können. Aber auf diesen intelligenten Gedanken bin ich leider nicht gekommen. Deswegen, ja, können wir eigentlich auch mal von eben nach oben fliegen. Gut gemacht, Daniel. So, ja, zu Voldemort selber, also zu dieser ganzen Thematik, ich denke mal, das wird einer der Hauptgründe auf jeden Fall gewesen sein, dass eben dieser Mythos dazu geführt hat, dass, ja, die Geschichten weitergesponnen wurden und dass man sich dementsprechend ein Monster vorgestellt hat, was den, ja, eigenen Albträumen gerecht wird. Und ja, das ist natürlich so irgendwie der Inbegriff einer großen Angst, etwas, was man nicht so wirklich kennt, wo man nur Geschichten drüber gehört hat und was sich dadurch dann so, ja, quasi manifestiert hat. Ja, ganz genau. Bei Spinnen ist das ja auch oft so. Also viele Leute haben ja Angst vor Spinnen, obwohl sie noch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung mit denen gemacht haben. Weil, naja, ab und zu sieht man da mal eine in der Ecke. Aber mal ganz im Ernst, so wirklich negative Erfahrung mit Spinnen, wenn man jetzt nicht gerade im Regenwald wohnt und von einer Vogelspinne in den Po gebissen wird, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt die krasseste oder gruseligste Erlebnis, was man da so haben kann. Und von daher, das ist ja auch meistens so eine Sache, die eben auf Erzählungen beruht, die viel damit zu tun hat, dass die Leute eben, ja, sich da sehr viele Dinge sehr, sehr schwarz ausmalen. Aber, ja, das führt jetzt zu weit, Leute. Das ist ein sehr, sehr tiefgründiges Thema, so generell Ängste und so. Warum habe ich gerade keinen Fallschaden bekommen? Ich weiß auch nicht, ist ein Bug wahrscheinlich. Ich würde das hier gerne nochmal umschüsseln. Wir hatten ja, glaube ich, hier noch so Spachtel drin, oder? Oder? Nein, hatten wir nicht. Ja, doch, doch, da. Ja, sehr schön. Dann machen wir das mal eben, weil so die Säule muss auf jeden Fall einen anderen Block haben, Leute. Da bin ich völlig bei euch. Die Frage ist jetzt halt nur, welchen? Eigentlich ja so ein Bruchstein, so eine Säule, oder? Kann man das dann hier so reintun und direkt... Nein, das geht nicht, Daniel. Das hättest du dir auch früher denken können. Okay. Ja, dann würde ich sagen, packen wir das da mal rein. Und dann nehmen wir... den da, oder? Ja. Guck, dann kann man dann... so einmal umändern, dann unterscheidet sich das nochmal ein bisschen. Ja, das finde ich auf jeden Fall deutlich schöner. So, aber wie gesagt, wir wollen in der Folge noch... Ja, nein, ich darf das ja nicht sagen. Wie gesagt, ist keine Hektik, Leute. Aber mir wäre es halt schon lieb, wenn wir die Aufgabe, die wir jetzt hier schon angefangen haben und korrigiert haben, zumindest nur in der Folge ein bisschen weiter schaffen. Ist das in Ordnung? Ja? Okay, cool. So, dann geht's jetzt nochmal eben hier so nach oben. Ja, jetzt grenzt das auch hier direkt mit den Wänden ab. Da, also an, besser gesagt. Das finde ich, ja, ganz schön. Das gefällt mir. Und ja, wie das dann später mit den einzelnen Ebenen wird, das ist die nächste Frage. Und auch die etwas schwerere Frage, meiner Meinung nach. Weil, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wir werden gleich mal schauen. Wir werden die ersten Ebenen jetzt gleich auf jeden Fall schon setzen. Und dann kriegt man ja schon ein ungefähres Bild der Situation. Und kann sich dann überlegen, ob das alles soweit passt oder ob man da vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes macht oder in eine andere Richtung geht. So. So. Ich führe das jetzt, glaube ich, auch noch nicht ganz nach oben. Ja, wobei, jetzt habe ich es schon bis ganz nach oben gebaut. Sehr schlau, Daniel. Okay, jetzt müssen wir nur noch die, ja, die Treppen setzen. Also so unten dran halt, damit die ein bisschen massiver wirkt. So. Warte mal. So, dann da... Dann da, dann da, dann da. Ja, moin Daniel. Das ist das Gefährliche an dieser Treppe.
Sie ist natürlich sehr absturzgefährdet. Ist die Frage, ob wir jetzt später nochmal irgendwie mit solchen, ja, Sicherheitsvorkehrungen arbeiten, dass wir hier irgendwie eine Mauer hinbauen, die dazu führt, dass die Leute nicht einfach so random runterfallen. Wäre ja schon irgendwo ganz nett eigentlich, oder? Ja, finde ich auch. So, aber insgesamt gefällt mir das. So, ja, dann setze ich noch einen Boden, aber ich glaube, ich setze den ersten Boden mal direkt, ja, hier vielleicht. Das Problem ist, auf dieser Höhe. Nee, doch, das geht. Lol, das wäre eine Ebene. Hui, das ist geil. Das ist richtig geil gerade. Wartet mal. So, zack. Und dann wäre man hier bei der ersten Öffnung. Wobei, eigentlich wäre es sogar noch besser, wenn sie einen weiter unten liegt. Oder? Oder? Oder, oder, oder? Ich bin so am Überlegen, Leute. Das ist halt echt die Frage. Weil die also wir könnten das auch hier machen, aber dann wäre es zu niedrig, glaube ich. Hier wäre es direkt angrenzend zu dieser Öffnung hier. Ach komm, lassen wir das erstmal so. Führen das aber so nochmal bis hier weiter. So. Ja. Dann nochmal Steinziegel, 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 Steinziegel. Habe ich keine Steinziegel? Nein, offensichtlich nicht, Daniel. Dann machen wir uns mal eben selber wieder welche. So, Wunderbärchen. Und bauen das hier nochmal eben so zu. So. Ja. Und dann wäre man hier und hat noch diese Öffnungen und kann noch so rausschauen. Ganz genau. Jetzt würde ich allerdings sagen, dass wir die einzelnen eben alle gleich hoch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, was für ein Zufall, Leute. Die magische Zahl 7. Sie ist mal wieder am Start. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, da muss die Ebene gebaut werden, aber ich komme da nicht dran. Deswegen einmal so, Animagus. Und dann da. Moment, Moment, da. So, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar, Leute. Ich frage mich gerade wirklich, ist das eine gute Idee, was wir hier machen? Ich habe Angst, dass ich das Profil von diesen Öffnungen ein bisschen verunstalte. Wobei, eigentlich ja nicht, oder? Eigentlich nicht, nö. Nö, ich lasse das jetzt. Oh, nein, nein. Oh, oh, oh mein Gott, was war das denn? Ich bin einfach außen rausgefallen. Ich wäre jetzt gestorben, wenn ich das nicht schnell genug hingekriegt hätte. Oh mein Gott, Zeitumkehrer, Ahoi, nochmal schnell. Ach du Heilige. Ich habe mich gerade so erschrocken, Leute. Oh mein Gott. Ich wäre sowas von gestorben, wenn ich nicht schnell den Elderstab noch erreicht hätte. Das wäre so sad gewesen. Weil all mein ganzes Inventar ist ja vollgestopft und ich hätte die Sachen alle verloren. Ey, das war jetzt knapp, ey. Holy shit. Ich bin einfach rausgebackt. Das ist manchmal, also das ist ein Problem, wenn man den Animagus hat und dann direkt an einer Wand ist. Dann spawnt man meistens so, ja, draußen. Und das macht die Sache nicht unbedingt leicht oder leichter, aber naja. So, ja, dann nochmal eben so. Was ich nämlich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Das Problem ist, das führt noch nicht weit genug nach oben. Und jetzt ist die Frage, ob die Treppe auch genau mit dieser Ebene weiter klarkommt. So, wisst ihr? Oh, mal eben kurz. So. Dann schauen wir mal gerade eben kurz. So, dann geht die nächste Treppe so nach oben. Dann so. Dann so. Und ja, nice. Das klappt, Leute. Das klappt. Das klappt sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden aktuell. Auch wenn ich das gerade alleine mache, was mich auch ein bisschen sprachlos macht, um ehrlich zu sein. Aber hey, ne? Manchmal hat man halt auch Glück bei dem, was man macht. Ich sehr selten, aber manchmal habe ich auch Glück. Also zumindest, wenn es euch gefällt. Das ist jetzt hier, ja, sehr sinnvoll, Daniel. Also ist halt die Frage, ob euch das gefällt. Aber wenn es euch gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, das wäre jetzt die zweite Ebene. Da machen wir jetzt mal kurz das hier nochmal eben zu. So. Und ja, ganz genau. Dann wäre man jetzt hier und weiter nach oben würde ich auch gar nicht gehen. Da könnten wir da nochmal solche Holzbalken reinsetzen, wo die Eulen sich dann drauf niederlassen können. Und hier nochmal ein bisschen für Wandprofil sorgen. Aber sonst, nö, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ob die Säule bis ganz nach oben geht, ich bezweifle es, weil sie nicht ganz symmetrisch ist. Und dann passt das irgendwie nicht so ganz. Vielleicht bauen wir sie, ja, vielleicht bauen wir sie auch hier komplett direkt wieder ab. So, dann würde sie bis da gehen. Oder vielleicht nur einen höher. Wartet mal. So. Da müssen wir mal entscheiden, Leute. Können wir später gucken. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr da besser findet. Aber so fürs Erste. Können wir mal eben hier runter. Gucken wir uns das nochmal von der Seite an. Ja, fürs Erste, denke ich, haben wir diesen Seitenturm auf jeden Fall sehr schön ausgestattet und verkleidet. Und dazu nochmal mehrere Ebenen eingebaut. Finde ich gut. Ich kann damit leben, Leute. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dass es euch gefällt, damit ich das für die Zukunft weiß und, ja, das nicht irgendwann einfach random abbaue, weil ich denke, das gefällt den Leuten nicht. Aber eine Sache will ich noch probieren, bevor die Folge jetzt zu Ende ist. Dafür brauche ich nochmal eben hier Steinziegel stecken, denn ich würde gerne die Ebene hier
so weit nach vorne bauen, wie es unten, oben auch der Fall ist. Und zwar bis da. Jetzt die Frage, ob das überhaupt geht, ob das Sinn macht und ob das gut aussehen würde. So. Ja. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Das hieße aber auch, dass hier auch eine Wand hinkommen muss. Das heißt, dieser Seitenturm wird quasi hier nochmal ein bisschen verkleidet. Und die Frage ist halt, ob er dann unten offen ist oder ob wir den nochmal mit einer Tür verkleiden. Wisst ihr, was ich meine? Ha, das müssen wir alles noch rausfinden, Leute. Das wird alles noch eine Frage werden, die wir uns später beantworten werden. Aber fürs Erste bin ich sehr zufrieden. Hoffe, ihr seht das genauso. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das genauso seht, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich riesig freuen, unterstützt mich mega. Und ja, danke schon mal dafür. Ansonsten freue ich mich auch über jeden Kommentar, den ihr mir gebt. Egal ob Lob, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge. Und wenn ihr ein Abo dalassen würdet, würde ich mich noch mehr freuen. Ach Leute, ich laber euch wieder zu. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das gerade hier schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!